Hallo Leute und willkommen zu dieser super duper Folge von DorkKickers 2, Folge 2. Mit dabei ist natürlich wieder der einfach nur Toni, der sich jetzt hier gerade schon wieder im Voraus gemeldet hat, bevor ich ihn überhaupt angekündigt habe, aka Toni. Was? Wo habe ich mich im Voraus gemeldet? Ja, du hast gerade ja gesagt. Du warst noch nicht dran. Ich habe dich noch nicht aufgerufen. Okay. Stimmt, egal. Das passt schon. Du hast oben noch drei Menschen. Genau. Wir wollen jetzt einfach mal... Ich wollte eigentlich fragen, ob du einen brauchst, aber egal. Nein. Geh du nach oben, ich gehe dann unten oder andersrum oder so. Genau. Das ist die zweite Aufnahme, hast du, glaube ich, schon gesagt, genau, oder? Das ist der zweite Teil. Bitte nicht der zweite Teil, sondern die zweite Aufnahme. Das auch. Genau, und wir wollen jetzt diese Map, wo wir, ich weiß nicht, ob es reinkommt, weil wir es direkt hintereinander aufnehmen, aber wo wir überlegt hatten, ob wir das jetzt noch spielen oder nicht. Genau. Auch weil wir das, wenn wir jetzt halt spielen, das ist so eine nette große XL-Villa. Und ja, ich würde sagen, wir können einfach mal starten. Bist du bereit? Ich hab gehört, du nimmst irgendeinen Sniper irgendwo rein, weil die Map ein bisschen sehr groß ist und wir vielleicht einen brauchen. Nur so als Theorie-Vorschlag. Wie auch immer. Okay. Oh Gott! Ja, wieder jetzt schon wieder 10 Leute sind. Person Nummer 1 ist draufgegangen. Kurz an Neustart nochmal. Gut, weißt du was? Wir nehmen den raus und packen so einen Typen rein. Gut, du machst dann so einen kleinen Wendekreis. Und da ist ein bisschen snipen. Ich hätte vielleicht davon zwei von den Leuten reinnehmen sollen, egal. Einer von deinen tot? Nope. Okay, sag, wenn einer stirbt. Also, wenn er so früh stirbt, ist kacke, aber ansonsten lass einfach durch versuchen. Ja, ich kann sagen, wenn einer drauf geht. Oh, Raketenwerfer! Meine Fresse! Okay! Wie weit war das denn bitte? Oh, und er hat genau den Sniper getroffen. Wie lächerlich. Wow. Okay. Natürlich. Schießt halt komplett in den anderen Kontinent rein. Tja. Gut, dann werde ich wohl unten lang gehen, wie es aussieht. Du arbeitest dich von unten nach oben und ich von oben nach unten. Das ist echt eigentlich ganz schlau gemacht. Level Design technisch. Okay, ich habe jetzt hier mit meiner Sniper ein paar Leute weggenatzt. Übrigens wurde angemerkt, wir sind, oh Gott, auf jeden Fall keine Experten in dem Spiel, also... Ja, genau. Nicht, dass ihr euch irgendwie wundert, dass wir das Spiel spielen wie keine Ahnung was für Menschen. Es könnte gut sein, dass wir nicht gerade sehr gut daran sind, vor allem da wir das... zum dritten Mal gefühlt spielen, wahrscheinlich sogar wirklich. Ungefähr. Also. Ja, also den zweiten Teil erst hatten wir einmal getestet kurz. Und ja, den ersten Teil hatten wir ja gespielt, aber ansonsten, ja, das ist halt auch nochmal was Neues. Ja, das stimmt. Und das ist auch länger her natürlich. Ich weiß gar nicht, ob man sich im Busch verstecken kann hier. Ich würde einfach mal hier unten reingehen. Okay, ich sehe schon. Was ist das denn hier für ein komisches Krankenhaus? Ja, irgendwas. Ja, irgendwas. Naja, wie auch immer. Oh Gott, sind da viele. Da ist einer gleich. Ja, einer ist draufgegangen. Ja. Oh nein! Irgendwo stirbt eine Geißel. In der Mitte. Oh no. Hast du mich so viel geschlagen? Ja, weil eine Geisel draufgegangen ist. Doch. Ah, alle Geiseln wurden getötet, stand da gerade. Das heißt, es gibt nur die in der Mitte, oder was? Oder hast du schon eine andere gesehen? Nö, ich hätte noch keine andere gesehen, aber das heißt nicht viel. Weißt du, wir sollten ganz schnell die Mitte sichern, oder? Okay. Ich würde einfach mal vorschlagen, wir gehen. Ich kann mich bis zu den Autos vorkämpfen. Fuck. Und dann könnte ich durch die Fenster zum Beispiel ins... Fuck. Oh, wow. Ja, nochmal am besten. Also, pass auf.
Ich könnte mich bis zu den Autos vorkämpfen und dann in irgendein Badezimmer oder einen Bettraum da eindringen. Und von da aus dann in der Mitte. Ja, irgendwie so in diesem Bereich. Genau, das heißt, ich gehe erstmal von. Ich könnte versuchen, den ganzen Pool. Oh, gehe dann hier. Und gehe dann hier rein, irgendwie in einen von den Zimmern. Also ich könnte versuchen, diesen ganzen Poolbereich hier zu ignorieren und einfach direkt hier durchzugehen. Und dann von da aus in die Mitte zu kommen. Hier, ich glaube, das würde gehen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass von hier überall und hier 1000 Leute kommen werden. Und natürlich in der Mitte. Aber gut, das werden wir, denke ich, mehr hinkriegen irgendwie. Ja gut, aber vom Poolbereich hier, okay. Ja, die Mitte ist wohl am wichtigsten erstmal. Und dann kann man gucken, wo Gegner noch sind oder ob wir die sicher müssen. Starten wir hier mal einfach. Wir starten bitte nochmal neu. Hier sind 3 Millionen Leute überall. Okay, irgendwie geht mein Typ voll raus. Wie kann man einstellen, dass der wartet, bis... Du kannst Rechtsklick auf deine Person. Achso, auf diesen Daumen, wenn du Rechtsklick auf die Position machst, wo er das machen soll. Also, zum Beispiel, du hast jetzt dein Ende da, oder du kannst auch mittendrin in der Linie. Einfach rechtsklicken und dann ready for... Wieder genau, clear? Wait for clear, genau, wait for clear. Und dann würde er jetzt so lange in der Position stehen, bis er weiß, dass da keine Gegner mehr sind. Wo steht das? Ich sehe das hier nicht. Du musst Rechtsklick dann machen und dann halt auf das erste. Links neben dem A. Bei den ABC. Ach, das Teil ist das. Oh, okay, gut. Ja, gut. Genau, dann. Und wenn er jetzt halt, wenn du es jetzt am Ende machen würdest bei den beiden, würde er keine weitere. Genau, er würde jetzt hier stehen bleiben, mittendrin, und gucken, ob da Gegner sind. Wenn nicht, geht er weiter. Ja, in dem Fall, ja. Okay. Ich muss meinen Sniper-Typen anders positionieren, das geht so nicht. Okay, nee, das war gerade hier bei mir nur. Gut, wir gehen jetzt mit dem anderen Typen. Genau, wie du siehst, er... Was zum Fick? Oh, das ist ein Selbstmordattentäter. Wow. Schick am besten nicht den, oder? Ich würde nicht nochmal den Typen vorschicken, Fabian, weil der ein bisschen langsam schießt. Harmlos gesagt. Tja. Das ist der Selbstmordattentäter? Ja. Wie freundlich, er macht dir die Tür auf. Okay, du hast Glück gehabt. Das ist jetzt schon auf jeden Fall sehr viel besser. Nur hier sind natürlich noch Tausende. Ja, oder auch nicht, ne? Nein. Hier ist, glaube ich, noch 2, 3. Also ich würde jetzt vorgehen bei mir. Ja, mach das mal. Ich habe eine geile Idee, und zwar ich schmeiß einfach Rauchgranaten 2 Stück und dann gehe ich vor. Gott, hör auf. So. Nein, jetzt macht das trotzdem. Okay, egal. Okay. Was zum Fick? Mein Typ hat einfach komische Bewegungen. Okay. So. Okay, gut. So. So viel dazu. Also gut, ich habe jetzt hier das Gebiet komplett aufgedeckt. Dann gehe ich jetzt mit meinen Typen hier vor. Ich sagte vor. Danke. Okay. Ja, ich habe es jetzt so einigermaßen sicher. Ich gucke jetzt einfach mal nach, ob das hier hinhaut. Ich habe leider absolut keine Deckung, was mich ein bisschen abnervt, aber gut. Puh. Okay, hier gut. Ist keiner, wie es aussieht. Das ist haben gut. Auch keiner. In meinem oder da? Achso, wir haben beide welche. Bei mir ist auch keiner in dem. Schon mal ganz gut. Mhm. Ich würde jetzt hier, ne? Oh Gott. Ich würde jetzt, falls du meine Zeichnung siehst, hier rein und dann. Ja, ich. Ist gerade leicht schwierig. Ja. Naja, geht einfach mal rein. Oh. Oh, okay, man sieht die Leute. Du siehst sie hoffentlich auch gerade. Durch meine Spionkamera hier. Ja. Du kannst durch diese nette Tür und dann bist du direkt da. Aber er darf dich auch nicht erschießen. Das ist also kritisch.
Ich könnte eine Flashbang vielleicht schmeißen. Ich probiere es mal damit. Okay. Ja, okay, ja, oh fuck. Oh mein Gott. Das ist gut, das ist sehr gut. Sehr gut. Okay, könnte besser sein. Eine Granate. Ich Steuerung. Okay. Gleich null. Gott! Zwei Geiseln. Was war das? Genau, hier haben wir sie jetzt. Okay. Irgendwo sterben noch Menschen? Nein, okay. Nein, ich höre nicht. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wo das war, aber ist egal. Okay, wo haben wir die Eingänge? Wir haben hier oben. Okay, wir sind eigentlich von da gekommen. Guck, dass die nicht sterben. Dass es jetzt safe ist alles. Ich würde da irgendwie jemand vor, oder? Oder ja, ah, nee, du hast da die Leute da. Ja, okay, ich sehe schon. Ja, das komplette Gebiet ist aufgedeckt, also. Kommt er dich nicht durch das Fenster nicht? Oh, eine B-Tür, wow, wow! Die KI denkt sich nur so. Tja. Sie hat mich. Oh, du kannst auch der KI sagen, die soll zum Ausgang rennen, dann macht die es selbstständig. Ein Rechtsklick auf die KI. Oh ja, also auf den Typen. Ist Erfolge. Du kannst auch sagen, er soll kriechen und so. Ich glaube, es gibt Deckungen, wo du hinter kannst mit kriechen. Deswegen gibt's das. Haben wir jetzt schon gewonnen? Ja. Ja, ja, okay, dann war das gar nicht so schwierig. Ich bin random stehen geblieben. Das war gar nicht so schwierig. Hast du jemanden verloren? Ja, durch eine Granate. Aber ja. Was für ein Klingeln ist das die ganze Zeit? Das ist in der Mitte von dem Raum, Haus, Gebäude, wo wir gerade drin waren. Ich weiß nicht, was das sein soll. Ah. Von dem Anwesen. Okay. Genau. Machen wir die nächste Map, oder? Ja, machen wir noch. Wir haben 10 Minuten gerade aufgenommen. Ich wollte gerade fragen, wie lange wir aufnehmen, aber ich nehme ja auch Intelligenz. Oh, die Map. Okay. Die ist aber um einiges einfacher, denke ich einfach mal. Eigentlich ist die schwerer. Oh, die hatten wir schon mal. Ja. Ja. Oh. Oh. Ich erinnere mich. Das ist gut. Okay. Oh. Ja, das geht wohl ein bisschen schneller. Tja. Was? Nein. Oh mein Gott. What the fuck? Bei mir sind gerade oben zwei Leute draufgegangen. Oh. Ja, dann lass noch neu starten. Okay. Okay, weißt du was? Ich ziehe diese Person nach da hinten hin. Denn ich bin nicht lebensmüde. Wie mache ich das mit den beiden da oben? Ja, weißt du was? Ich ziehe alle von da oben weg, weil oben ist behindert. Okay. Was ist das? Okay, gefällt mir nicht ganz, aber okay. Wow, okay, du hast deine Leute sehr viel anders platziert. Ich hab gehört, ich muss mal ganz kurz in den Menü. So, in das Menü. Kann ich auch irgendwie. Okay, So. Dann, wo dein Typ steht, wollte ich eigentlich gerade auch hin, aber egal. Ja, ich wollte meinen Typ mal nicht abziehen. Jetzt gleich, also. Gut, also so. Wir gehen jetzt hier rein, ne? In dieses nette Gebäude. Ich wollte jetzt erstmal hier hin. Das mache ich nicht. Ich meine, weil hier unten sind 1000 Leute. Lass jetzt einfach mal machen. Schlechte Idee. Dich machen zu lassen oder durchzugehen? Beides. Okay, wow. Ja, es sind gerade zwei Leute draufgegangen, weil die den einen Typen nicht vorher töten konnten. Ja, ich schaue dir gerade die ganze Zeit zu, weil ich. Ja, neben dir stehe und einfach nur meine Leute halte, falls jemand rausrennt. Das kann er mehr, sonst. Ich sehe diesen Gang hier. Ja, also weil ich jetzt dahinter war, wurde ich dann durchgeguckt. Okay. Ich
schick mal lieber meine einzig verfügbare Person da los. Okay, okay. Also solltest du. Hallo. Ups. Okay. Leichten Schaden abbekommen. Interessant auf jeden Fall. Wo auch immer da jemand war. Oh, da. Nee, jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Okay, 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 okay. Hier ist auf jeden Fall einer. Da sind drei oder vier. Achso, okay. Darum bin ich jetzt von da oben weggegangen, weil mich das abgefuckt hat. Okay, weißt du was, ich komme mal zu dir hier. Ja. Oh, okay. Ich weiß nicht, wie viele da jetzt noch sind. Das könnte sehr riskant sein, was ich hier mache. Oh, es ist auch sehr riskant. Okay. Ja, genau, geh da mal lang. Okay, das kann er mehr. Sehr gut. Dann können wir das hier schon mal absafen. Gut. Weil hier ist ja jetzt bisher alles so weit. Das hier alles so weit sicher. Okay, hier ist auch safe. Gut. Gut, jetzt nur noch nach da oben und da oben sind ein paar viele. Ja, das passt schon. So viel könnte es nicht mehr sein. Ich schmeiß mal irgendwie so eine Granate. Hier vielleicht einmal kurz. Also drei Stück mindestens. Zumindest waren die da mal. Ah, das sind zwei, okay. Das war nee, klar. Drei, hier ist einer. Ich habe Angst, dass das ein Selbstmord oder ein Täter ist, weil der so nah kommt. Lass mich schmeißen kurz. Du kannst jetzt rennen. Rennen, 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 rennen. Oh, er schießt wild um sich. Da links ist einer hier, ne? Zwei. Okay. Das waren die letzten. Haben ihn aber. Ist einer gestorben? Die große Frage. Zwei, ja. Oh, ja, stimmt. Ganz am Anfang. Das habe ich schon wieder ganz vergessen, ja. Weil das so am Anfang war. Nochmal oder weiter? Ich würde sagen mal weiter, weil ist jetzt doch egal. Oder? Ja, oh, okay, gut. Oder wir können auch einfach eine auswählen mal kurz. Und auf einmal rausgehen. Machen wir jetzt eine kleinere wieder oder eine größere? Eine, die für 3 Minuten geht. 4 Minuten. Eine, die 3 Minuten, okay. Eine, die, eine kleine, vielleicht nehmen wir mal eine, die... Ich habe eine gute Idee. Ich habe sogar eine sehr gute Idee. Nee, das ist keine gute Idee, das ist einfach, was ich jetzt machen werde. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Ach, wie geil, dass ich ja jetzt ist. Da steht auch dran, was für eine Art von Mission das ist. Ist ja richtig geil. Warte mal ganz kurz, dann suche ich mal irgendwas, was wir bisher noch nicht hatten. Was hatten wir noch? Okay, also, das hatten wir noch nicht. Und ich würde sagen, ich place meine mal da. Achso, oh, scheiße, jetzt habe ich mir schon platziert. Oder nein, warte. Wollen wir das denn jetzt so? Die große Frage ist, wo du hin möchtest. Du musst dich hier durch, ne? Ja, ich gehe dann hier wohl durch. Ich gehe mal einfach hier hoch, damit wir Abwechslung haben. Also Abwechslung, nicht selben Weg gehen, besser gesagt. Jo, hört sich gut an. Oh, das war sogar schon Leute, aber gut. Minus zwei. Oh mein Gott. Oh. Ja, gut, ich wurde von 3 Leuten beschossen. Am besten, wenn wir hier sterben, starten wir nochmal neu, weil das macht sonst keinen Sinn. Kann ich nur zustimmen. Wie viel mehr Freiheit haben wir nicht, also nicht mit viel Leute. Sonst. Ja, wie der da immer reingeht. Nein, 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 nein. Oh, mach nochmal neu. Okay, weißt du was? Ich muss das anders machen. Kann ich die Tür eintreten? Ja, klar. Ah, nee, kannst du nicht. Oh. Du kannst die nur mit diesem Hammer, glaube ich, aufbrechen, wenn du einen hast. Aber ich glaube, du hast sie nicht ausgerüstet mit der Person. Kannst du vielleicht deine Person mal hierher ziehen? Doch, du hast einen Hammer. Zieh deine Person mal bitte hierher. Ja, nee, okay, dann schauen wir nochmal neu und ich mach das kurz hier, ja. Genau. Ist eine gute Idee, weil hier ist so ein Sandsack extra dafür, glaube ich. Ja. Nee, hör doch auf. So, okay. Genau, bleib am besten genau da und geh nochmal mehr in die Ecke. Okay, perfekt, das war nur einer diesmal. Aber jetzt kommt noch mehr, warte. Wow! Stimmt, habe ich ganz vergessen von oben. Okay, ich würde sagen, du kommst von da aus klar. Ups. Kann gut sein, dass ich gleich sterbe, weil ich ein bisschen sehr low bin, aber gut.
Wow, okay, hier sind drei Leute. Was macht der denn da? Was für ein IS-Typ. Weil das ein Zivilist ist, kann ich den nicht erschießen. Und wenn er sich jetzt hier vor... Das ist dieser einer, VIP. Ja, du musst ihn festnehmen. Er ist zwar auch eines der Kriminellen, aber du musst ihn halt, darfst ihn nicht töten. Deswegen steht er sich vor dich. Ja. Okay, kann ich ihn steuern? Ich kann ihn steuern. Nee, du steuerst ihn. Oh. Ja, in dem ersten Teil konnte man die auch steuern, deswegen wundere ich mich gerade. Ich glaube, das haben die rausgenommen, aber das ist so einfach wäre. Gute Frage. Ich glaube, du musst ihn einfach nur sichern. Also einfach nur nicht sterben lassen. Toll. Oh. Du kannst ihm sagen, er soll aufhören, dir zu folgen. Schätze ich, oder? Nope. Oh, dann hast du sogar ein Problem, weil du kannst ihn jetzt nicht wegholen. Ja. Oh, ey. Oh, okay, das war komisch. Woher kam denn der Schuss? Mach's nochmal genauso wie am Anfang, es war ganz okay. Genau, save mich nochmal. Okay, diesmal zu zwei, das ist gut. Okay, dann geht's jetzt hier weiter mit der... Wow. Wo kommt der denn jetzt her? Hinter mir war auf einmal einer. Okay, warte, ich weiß gerade. Warte! Hey, ich wurde schon wieder von hinten. Hier hinten ist irgendwo jemand. Hier hinten. Ja, ist es auch. Der Schild irgendwo da. Das ist total behindert. Okay. Ja, da. Okay. Das war... Irgendwo rüber zu gehen ist echt Zeit... Also nicht zeitaufwendig, okay. Aber es ist an sich aufwendig für die Person dann. Ja, vor dem, wenn er die Waffe der Hammer ist steckt. Übrigens... der Hammer ist übrigens extrem laut, also... Es kommt eigentlich fast immer... Ich kann dir ja nicht helfen, weil ich schieße dich sonst. Oh, das war diesmal schnell. Ja, das okay, ist immer ein ganz bisschen random. Ich hab schon mal erlegt. Erlegt. Geköpft. Sobald diese Tür hier aufgeht, kann ich dir übrigens ein bisschen mehr helfen, aber leider, also diese hier. Oh, diese hier. Und dann könnte ich ein bisschen mehr sehen aus dem Fenster. Oh Gott! Oh Gott, warum sind da so viele Leute drin in dem Raum? Es wäre gut, wenn wir uns ein bisschen abtimen, dass ich meine Granate schmeiße, sobald. Ja, okay, gut, machen wir es mit einer Granate. Schon, sobald Granate du durch willst. Weil ich kann halt durch das Fenster die Sachen durchschmeißen. Ja, genau, das ist gut. Okay, diesmal nur einer, das heißt, es kommt von oben. Oh. Gut. Pass auf, da links hinter dir. So, hier muss irgendwo noch was sein. So, die Tür ging halt auf. Naja. Stell dich doch mal lieber hier hin und dann kannst du von da aus ein bisschen mehr sehen, wenn du dich hinstellst. Oh. Gut, oder der Typ sniped einfach von da hinten. Das sah so aus, hättest du dich selbst erschossen, WTF! Das sah richtig dumm aus bei mir. Sinn. Wir können natürlich auch gleich einfach mal tauschen, wenn du möchtest. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz gute Strategie. Ja. Ja, gegen die mit Deckung kannst du wirklich wenig machen. Du kannst höchstens Granaten schmeißen. Ja, genau. Man muss meistens Play drücken danach, ja genau. Am besten jetzt schon bewegen. Okay. Das war gut. Oh, hier ist jetzt eine Gucke. Okay, warte, ich guck mal jetzt, ob ich herkommen kann, bevor du weitergehst. Warte einfach kurz. Zurück. Okay, du könntest jetzt durch? Nein, kann ich nicht, da oben steht einer. Ich hab eine Granate geschmissen. Oh. Ja, wow, what the fuck. Okay, wollen wir mal tauschen? Ja. Yeah. Die Position? Okay, dann mach deine Person dahin. Am besten. Hast du schon, oder? Oh. Was? Achso, ja, ich bin ein weiter gewesen schon. Okay. Du machst das am besten so wie ich auch, also stellst die Person da an den Sandsack. Mit dem Blick davor, okay. Jo. Mir fällt gerade auf, ich kann auch den hier machen, das mache ich einfach mal ganz kurz. Ja, das dauert aber länger. Weil so... Hören die da oben das nicht und werden nicht gleich ausrasten, sobald die Tür aufgeht. So, hallo! Oh Gott!
Oh Gott, das sind drei. Leute, gleich vier. Ja, moin. Trapp die Lage. Okay, oben hast du es clear. Ich würde nicht... Das Fenster ist gefährlich, weil die können alle da durch. Aber du könntest gleich eine Flashbang schmeißen. Ich bin jetzt gleich sofort tot, weil... Bin sehr low life, merke ich gerade. Okay. Okay. Oh fuck, hier sind noch drei. Und hier ist auf jeden Fall noch jemand. Vielleicht schaffst du es noch alleine. Da ist ein Geister drin, Fabian! Oder ist das ein Flashbang? Achso. Ist aus wie eine Splittergranate. Ja, es dauert einfach zu lange. Ah, wie kann man das denn nur mit zwei Einheiten schaffen? WTF, ich dachte, das wäre voll die einfache Aufgabe. Okay. Neuer Plan, wir gehen beide vorne rein. Gut, das ist auch mal was Neues. Können wir gerne probieren, aber ich weiß nicht. Brech mal auf. Das also wenn man sonst so weit wie eben, ne? Ja. Oder soll ich mit dem Hammer? Ja, mach. Geht zwar schneller, aber die werden jetzt 100% schon vorstehen. Ja, ist egal. Okay, wow, das geht nicht schneller. Ich glaube, das ging bei dir schneller, weil du den Hammer hast und ich habe keinen. Ich kann das aber manuell aufbrechen. Wow, okay, das war... Ja, das ist ein Problem, du musst immer gucken. Manchmal kommen sie von oben, nämlich wenn sie es hören. Wow, Kollege. Ich bin tot. In diesem engen Raum, ne? Ja, das macht keinen Sinn sonst. Okay. Kannst du es aufsprengen? Wenn ich kurz mal neu starte, kann ich es ja. Was hat der denn für Sachen? Ja, gut, okay. Mit dem kann ich es. Plant Breaching Charges. Boah, okay, die Reichweite ist sehr gut. Was auch immer dahinter ist, es wird weg sein. Das ist gut. Das mit dem Zeichnen ist echt so ein kleines Feature, aber es ändert echt irgendwie das ganze Spiel gefühlt um, weil man einfach alles jetzt markieren kann. Okay, bist du ready, oder? Yes. Okay. Ich platziere die. Ja. Charge. Springladung. Springladung. Am besten, ich gehe nach unten hin. Kannst du es auch aufsprengen oder nur ich? Ja, kann ich auch. Okay, dann los. Okay, das hat ein nettes Loch gemacht. Gut. Ich klemme eben hier oben. Okay, also wieder so wie vorher? Nein. Ich clean nur und komm zurück. Ist okay. So, ich bleib einfach mal hier. Oh, okay. Da kommt einer. Oh. Wir sind sogar gestorben, weil die Geisel, wir haben verloren sogar, weil die Geisel draufgegangen ist dabei. Ja. Wir haben sonst so weiter jetzt wie eben, oder? Ja, jemand, der kann das auch schon von hier machen. Das ist ein Hacker. Habe ich die jetzt verkackt zu platzieren? Oh, was? Ich kann die überall hin platzieren? Moment mal, das ändert ja alles. Ich kann die ja theoretisch auch wo komplett anders hin platzieren. Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig geile Idee. Hey, das ist ja einfach Rainbow, WTF. Das ist ja richtig witzig. Okay, Moment mal, das ist echt geil. Dann platziere ich die mal hier hin. Und testen wir das mal aus, was dann passiert. Bisschen hier, ein bisschen mehr Deckung. Oh gut, ich sterbe wahrscheinlich, wenn ich hier mich hinstelle. Gehst du an den. Ja, gut, okay, jetzt. Oh Gott. 10 Leute geschossen. 9. Ja. Die Geisel war es auch vorhin. VIP oder wie auch immer. Oh ja, Gott. Sind einfach zu viele Leute. Ja, das Fenster ist eigentlich schon die beste Gelegenheit, um da was durchzuschmeißen zu können. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir gehen nochmal alten Weg.
Also hier durch? Ja. Mit der Sprengladung? Ja, meinetwegen. Kannst du, dann gehst du hier durch, gehst dann hier hin und versuchst die Geisel, die ja hier ist, da anzulocken, zu dir hin. So, und sobald die dann hier irgendwo ist, schmeiße ich von hier oben eine Granate rein. Okay. So, lässt mir eine Weile dauern. Okay, gut. Oder auch nicht. Ich weiß nicht, wie viele danach kommen werden. Okay, da kommen jetzt welche. Oh, perfekt, die Tür ist zu. Weiß nicht mehr. Okay. Zwei sind tot, das ist schon mal ganz gut. Hinter dir, Achtung, Granate. Eine Granate? Wow, okay. So weit, so gut. Oh, das ist perfekt. Okay, kannst du vielleicht irgendwas dagegen tun, dass hier jetzt gleich nicht irgendwie die Bombe explodiert, hier so von irgendwen? Oh. Nee. Wir müssen mal ganz kurz, ich würde mal ganz kurz hier campen. Oder vielleicht jetzt durch die Küche. Ich komme schon mal ganz kurz, weil irgendwie... Ich schmeiß jetzt deine Flashbang rein. Oh, das sind ja noch drei. Ach du Scheiße. Perfekt. Wir haben gewonnen. Nein, du hast die Geisel getötet. Nein! Es ist so knapp gewesen. Er stand im Weg, ne? Ich wette, es war irgendwie die vorletzte Person. Oh. Okay. Dann habe ich eine Mission bekommen. Gut, ich würde sagen, wir haben verkackt. Das heißt, wir hören jetzt einfach auf. Ja, wir haben es nicht geschafft, mit zwei Personen ein paar Leute zu töten. Ich meine, die stehen ja zu siebt in einem Raum. Okay. Das war eine sehr schwierige Mission, muss ich sagen. Die können wir vielleicht irgendwann nochmal probieren, wenn wir das Spiel durchstudiert haben. Oder wissen, was für Waffen am besten sind. Genau. Okay, gut. Ich würde sagen, das war's dann mit dieser Folge. Und somit, ciao, Leute. Ciao, Leute.